Mittwoch, der 13. September 2017. Es ist 18.25 Uhr. Zeit für die Ziehung der Lottozahlen. Heute im Studio Chris Fleischhauer. Ja, und er begrüßt Sie recht herzlich zur heutigen Lottoziehung. Schön, dass Sie mit dabei sind. Meine neue Kollegin Miriam hat ja die Feentaufe bestanden. Am Samstag hat sie ihren ersten großen Jackpot unters Volk gebracht. Sie kann es also. Wir sind ja glücklich darüber. Wir hatten schon befürchtet, dass wir sie vielleicht wieder austauschen müssen. Ja, aber alles lief gut und so darf ich heute mit Ihnen wieder zusammen kleinere Brötchen backen. Schauen wir mal, was Kugeln und Ziehungsgeräte heute für Sie parat halten. Beides ist natürlich wie immer im Vorfeld hier bei uns im Studio ordnungsgemäß überprüft worden. Das heißt für uns, wir können jederzeit loslegen. Ich drücke die Daumen Ihnen allen an dieser Stelle jetzt. Viel Glück! Tja, 2 Millionäre und 6 Großgewinner. Das ist also Miriams Bilanz vom vergangenen Samstag. Der Jackpot ist geknackt, ich habe es eben schon gesagt. Heute geht es in der obersten Gewinnklasse wieder etwas kleiner zu, nämlich mit rund 1 Million Euro. Und mit dieser ersten Lottozahl geht's los. Die 17. Der glückliche Spieler mit dem Super-Sechser, der kommt aus meiner alten Heimat, nämlich aus Sachsen-Anhalt. Glückwunsch zu rund 17,6 Millionen Euro. Also das hat sich in jedem Fall mal gelohnt. Und bei uns heute geht es weiter mit der 40. Ebenfalls Millionär geworden ist ja ein Spieler aus Nordrhein-Westfalen. Er hatte im Spiel 77 Glück und darf sich da jetzt über rund 1,4 Millionen Euro freuen. Bisschen weniger, aber auch gut. Die nächste Lottozahl ist die 18. Und drei Lottospieler, die durften am großen Jackpot mal so ein bisschen schnuppern. Sie waren alle ganz knapp dran, aber es fehlte leider die passende Superzahl zum großen Glück. Somit gab es für jeden nur rund 609.000 Euro. Die nächste ist die 11. Und zwei Spieler mit dem einfachen Sechser von den gerade erwähnten, die kommen aus Baden-Württemberg und der andere, der kommt aus Niedersachsen. Es waren also, wenn man die alle mal so ein bisschen zusammenzählt, wieder einige Gewinner in den oberen Ringen. Die vorletzte für heute, die 30. Und es gab auch noch Gewinner bei der Zusatzlotterie Super 6. Da gab es wie immer 100.000 Euro in der obersten Gewinnklasse. Und die gehen dieses Mal einmal nach Baden-Württemberg, einmal nach Mecklenburg-Vorpommern und einmal nach Rheinland-Pfalz. Glückwunsch dorthin. Die letzte ist die 16. So eine kleine Dreier-Ei heute. Das sind sie also, die 6 richtigen am heutigen Mittwoch. Und mit denen geht es wie immer nahtlos weiter mit unserer Ziehung der Superzahl. Ich drücke noch mal ganz fest die Daumen Ihnen allen an dieser Stelle jetzt. Viel Glück! Ich habe im Vorfeld zur Ziehung, wenn Sie aufgepasst haben, haben Sie das ein oder andere vielleicht schon über unsere Superzahl erfahren. Und heute bei uns in der gesamten Ausspielung stecken 10,2 Millionen Euro. Das nur so am Rande und wie gesagt in der obersten Gewinnklasse rund 1 Million. Mit der, nicht die 9, sondern die 6. Die 6 als Superzahl. So, dann gucken wir uns nochmals alle Gewinnzahlen von heute in unserer Zusammenfassung an. Natürlich auch die der Zusatzlotterien, aber hier erstmal die Lottozahlen in richtiger Reihenfolge. 11, 16, 17, 18, 30, 40 und die Superzahl eben gesehen, die 6. Und weiter geht's mit den Gewinnzahlen der Zusatzlotterien. Die werden ja bereits immer im Vorfeld zur Live-Ziehung ermittelt. Im Spiel 77 gewinnt heute 3, 3, 0, 5, 7, 6, 8 und noch die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 5, 8, 6, 2, 3, 0. Nachlesen können Sie immer nochmals alles ganz in Ruhe bei uns im Internet auf lotto.de. Und das war's schon wieder, das war Lotto am Mittwoch. Am kommenden Samstag bin ich dann hier wieder für Sie da, 19.25 Uhr, also wie gewohnt ein Stündchen später. Bis dahin Ihnen allen noch einen schönen Mittwochabend, eine stressfreie Restwoche und bis Samstag. Tschüss, machen Sie's gut. Die Live-Ziehung der Lottozahlen, nur auf lotto.de.